Hallo und herzlich willkommen beim Kurhandel zum neuen Video. Heute geht es mal durch den Bikepark in Winterberg, nachdem ich vorhin im Trailpark war. Das ist meine Mietschütze vor. Und ich hole mal so ein bisschen die Esel ein. Also mal was grundsätzlich zum Thema Bikepark. Ich war da noch nie, ich roll da jetzt auch nur ein bisschen so durch die Gegend. Es sei denn, ich finde da übel Spaß dran. Dann roll ich nicht nur durch die Gegend. Wie wüsste ich? Ich gehe mir aber auch gleich eine Liftkarte holen. Also eine 10-Fahrten-Tageskarte. Und das Einzige, was ich nicht an Protection habe, ist Schulterprotektoren und Brustprotektor. Das werde ich mir dann je nach Entscheidung und je nach Eindruck vom Bikepark, ich will nächste Woche nochmal nach Olpe, zulegen. So, mal noch was wieder zu gesagt. Ja, die Audioqualität ist nicht die beste. Wir haben ziemlich Windgeräusche drauf. Meine Stimme ist nicht so klar verständlich. Ich fahre jetzt als erstes mal ein Schneewittchen-Trail. Dann fahre ich nochmal ein Schneewittchen-Trail und nochmal. Aber das wird jetzt mit den Videos besser. Ich habe jetzt gute Einstellungen gefunden. Also die nachfolgenden Videos. Der Ferry Trail, den wollen wir nicht. Nach dem Bikepark, die werden besser. Wir wollen diesen hier. So funktioniert das. Da habe ich gemerkt, einfach nur rollen lassen. Das heißt also quasi gar nicht lenken. Genau, einfach nur durchrollen lassen, Geschwindigkeit aufbauen. Und dann funktioniert alles, was von nie von alleine und mein Geist war. Aha. Schau mal rein. Aha. Schneller fahren durch die Steilkurven. Das war ein Rutscher des Vorderreifens. Habe ich die Kurve zu weit innen genommen. Das wusste ich, weil ich mir vorher Videos angeguckt habe. Auf YouTube kann man sich ja vorher anschauen, wo es überall lang geht, damit ich ungefähr weiß, worauf ich mich einlasse. Hui! Hui! Oh, das ist ja geil. Ich glaube, da hat einer richtig Spaß beim Fahren. Sieht auf jeden Fall so aus. Maximal 25 Kilo. Alles klar.
Kommt gerade im Weg. So, ja, jetzt sind wir aus dem Bereich gefallen, wa? Beim Skifahren. Hochkutschieren, da vorne fährt mein Fahrrad. Wie Skifahren. Mit dem Unterschied, dass man keine Ski hat. Ach, diese Ruhe. Hier außen irgendwo noch eine Tasche. So, hier mitten alle Lines wieder. Hier geht die runter und da geht die andere lang. Da ist jetzt die ganze Zeit das Ding hier mitlaufen. Das ist auch die Kamera. Oh, die hat noch genug Akku. Ja. Tü-tü-tü. Wie Skifahren. Das war irgendwie langweilig, sich da die ganze Zeit berg hochtragen zu lassen. Aber ich will ja dem Bikepark hier auch was gönnen. Ja dann, ab auf die Schneeflittchenlein. Wo ist sie? Schneeflittchen, hier, hier. Aufgelaufen. Oh, schon süß, die Kleine. Direkt frühübt sich. Ab in Bikepark. Schon. Die Kleintourhander. Genau, Pause. Das ist wie Kleintourhander auf Ski. Also mit 2-3 Jahren. Wir gerade laufen und stand auf Ski und sie ist da auf dem kleinen Fahrrad durch die Gegend gefahren. War schon dran, nicht anzugucken. Blickführung, komm und Ohren an! Whee! Die Kurve gucken.
Bike zum Reihen. Ich bin das erste Mal Bike Fight, aber ich fahre nicht das erste Mal so grob. Man versteht mich leider relativ schlecht. Die Kamera einstellen hätte ich fast haben. Das wird aber Uppala. In den nächsten Videos besser. Weil da habe ich Einstellungen gefunden. Nee, ich habe gesagt, in die Kurven gucken, wie beim Motorrad. Und ansonsten einfach nur laufen lassen. So, wieder rein in den Lift und hoch zur Ferry Trail. Ja, das war schon der Weg, hier ist immer Ferry Trail. So, das war immer Stäblitzchen Trail. Na, das ist eine andere Belastung. Also es ist definitiv eine andere Belastung. Das Bike folgt vorne, es geht viel mehr auf die Waden. Genug schnell witschend. Ich nehme jetzt mal den Ferry Trail. Die Ampel Easy Light. Und das Geheimnis ist bei die Anlieger einfach nur schnell genug rumfahren und Blicktechnik. Wie überall. Geschwindigkeit hilft. Wie beim Motorrad fahren. Je schneller, desto stabiler. Ah, das war doch eine V4. Eine Aprilia. Übel laute. Ich krieg das Ganze gar nicht mehr aus, wie es nicht macht.
Soll ich mal zeigen. Ich nehme jetzt mal den Easy Way. Den Easy Way auf der Höhe. Da muss man sich irgendwo so anstrengen, wenn man andere Leute dafür bezahlen kann, dass sie sich für einen anstrengen. Aber Sport ist das nicht. Ich mir so gefühlt so gar nicht. Was ist das? Das ist wahrscheinlich der Ferry Trail, oder? Ja, aber. Mal nächstes Mal in Ulf gucken. Zack. Jetzt darfst du wieder mit eigenen Rädern fahren. Thank you.
richtig viel los hier. Ihr auch easy life, wa? Ihr habt ja auch easy life. Man kann schlechter sein Geld verdienen als rumsitzen den ganzen Tag. Hin und wieder sind hier aber ganz schöne Experten. Ich auch nicht. Ich bin auch Spaß an der Freude hier. Ach so, ja, das ist immer am besten. Find der Chef gut. Ciao. So. Ich habe die DJI einmal aufgeladen, ich habe mich einmal aufgeladen. Nom nom nom. Nom nom nom. Oh, fahren wir nochmal einen Ferry Trail? Dann fahren wir mal was Anspruchsvolleres. Das ist immer nur den Langweilkram hier. Hier die Liftkarte studieren. Bleibt mir nichts anderes übrig, als mich zu verabschieden, mich zu bedanken fürs Video gucken.
lasst ein Like da, kommentiert, wenn ihr was wissen wollt, abonniert meinen Kanal und bis später mal. Ciao, ciao.